Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Final Testament Review. Heute gibt's mal wieder etwas auf die Ohren. Ich habe mir für dich die Klipsch T5-2 True Wireless Bluetooth Kopfhörer angeschaut. Von Klipsch hatte ich bis jetzt auch noch nichts auf dem Tisch, daher war ich selbst gespannt auf den Kopfhörer. Und eins kann ich dir vorwegnehmen, die T5-2 haben mich voll und ganz überzeugt. Was genau der Kopfhörer aber kann und auch ein paar Sachen, die mir dann doch nicht gefallen haben, zeige ich dir in diesem Video. Also viel Spaß und los geht's! Eins noch kurz vorweg, den T5-2 habe ich kostenlos von Klipsch für diesen Test zur Verfügung gestellt bekommen. Ich vertrete hier aber meine eigene subjektive Meinung. Du als Abonnent kennst den Disclaimer ja schon. Bist du noch kein Abonnent, hau doch kurz unten auf den Abo-Button und unterstütz meinen Kanal. Ich bedanke mich für deinen Support und mach jetzt weiter mit dem Lieferumfang. Der Lieferumfang sieht auf den ersten Blick nicht sonderlich spektakulär aus. Kopfhörer, Ladecase, USB-C, Ladekabel ohne Netzteil, USB-C auf USB-A Adapter, Wechselpads und Papierkram. Auf den zweiten Blick fällt aber auf, das Zubehör ist hochwertig und modern. So wünsche ich mir das von jedem Kopfhörer. Das USB-C Kabel hat auf beiden Seiten USB-C ein hochwertiges Stoffmesh und guck dir mal die Auswahl an Wechselohrpads an. Da sollte jedes Ohr glücklich werden. Der erste gute Eindruck setzt sich auch beim Case fort. Das Case ist aus Metall und super wertig verarbeitet. Hinten der USB-C Ladeport, vorne die Akku-LED, die noch etwas durchschimmert, wenn das Case gerade geschlossen wurde. Der 50mAh Akku der Kopfhörer hält laut Hersteller für ca. 8 Stunden. Der größere 360mAh Akku im Case bringt dann weitere 24 Stunden. Man kann die Kopfhörer also ca. 3-mal mit dem Case laden, bevor das Case dann selbst geladen werden muss. Zum Laden werden die Kopfhörer einfach ins Case gelegt, dafür muss der linke aber auch ins linke und der rechte ins rechte Fach, da die Kopfhörer ergonomisch geformt sind. Die Kopfhörer und auch der Deckel des Cases werden mit einem leider etwas zu schwachen Magneten festgehalten. Drehe ich das Case auf dem Kopf, passiert erstmal nichts, aber mit einem kleinen Schubser in Richtung Erdanziehung, schwupps, der Deckel öffnet sich und die Kopfhörer fallen heraus. Ansonsten reagieren die Kopfhörer aber auch mit dem Case. Nehme ich die Kopfhörer raus, verbinden sie sich sofort mit meinem Smartphone, egal ob Mono- oder Stereo-Betrieb. Lege ich die T5-2 zurück, schalten sich die Kopfhörer aus und fangen an zu laden. Das funktioniert aber nur, wenn das Case selbst auch noch Saft hat. Ist der Akku vom Case leer, bleiben die Kopfhörer verbunden und spielen weiter fröhlich Musik. Die kleinen Macken am Case sind echt schade, denn ansonsten macht das Case eine ganz gute Figur. Jetzt habe ich aber auch schon eine halbe Stunde hier über dieses Case gesprochen und dabei geht es doch eigentlich um den T5-2. Jetzt also erstmal ein paar Key-Features und technische Details. Die beiden Kopfhörer sind leicht ergonomisch geformt. Links muss also ins linke und rechts ins rechte Ohr. Genauso wie schon beim Case. Jeder Kopfhörer ist mit einem Button und einer LED ausgestattet, denn die Kopfhörer können im Mono- oder auch im Stereo-Betrieb benutzt werden. Dann ändert sich aber auch die Steuerung über die Buttons, auf die ich jetzt nicht genau eingehen möchte, hier aber einmal anhand der Beschreibung gezeigt. Die Steuerung ist einfach und auch recht intuitiv. Eine Sache stört mich aber, denn im Stereo-Modus kann man die Kopfhörer nicht ausschalten, ohne sie ins Case zu legen. Im Mono-Modus ist das aber möglich. Drücke ich im Stereo-Modus lange auf den Button, setze ich die Kopfhörer komplett zurück. Das ist mir schon ein paar Mal aus Versehen passiert und ist auch wirklich ein bisschen nervig. Besser wäre es, wenn man die Kopfhörer wirklich nur im Case zurücksetzen könnte und ansonsten beim langen Drücken einfach ausschaltet, so wie auch im Mono-Betrieb. Die T5-2 sind nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt. Man könnte mit den Kopfhörern also schwimmen, duschen oder auch baden gehen, aber auch zum Reinigen ist das super, denn wer kennt es bei In-Ear-Kopfhörern nicht auch? Die gelbe Suppe aus den Ohren. Technisch ist Bluetooth 5.0 an Bord, eine Frequenz von 10 bis 19.000 Hertz wird abgedeckt und die Codecs SPC, AAC und aptX werden unterstützt. Natürlich sind die Kopfhörer voll kompatibel mit Android und iOS und unterstützen auch die Sprachassistenten. Wenn du noch mehr technische Details wissen möchtest, schau kurz bei Klipsch auf der Herstellerseite vorbei. Ich habe hier die schönen schwarzen T5-2, die Kopfhörer gibt es übrigens auch in Silber. Der Sound der Klipsch T5-2 hat mich ja wirklich umgehauen. Bis jetzt war der Cambridge Melomania 1 mein bester In-Ear-Kopfhörer, aber diese hier hauen da echt eine ordentliche Schippe drauf. Aber gut, das ist auch ein ganz anderer Preisbereich. Die Klipsch-Kopfhörer hören sich voller, besser abgestimmt und einfach ausgewogener und absolut klar an. Der Bass kommt auch bei niedriger Lautstärke druckvoll an, ohne im Vordergrund zu stehen. Besonders die Vocals gefallen mir aber besonders gut.
Der Sound ist absolut spitze und das für so gut wie jede Musikrichtung. Die Klipsch T5-2 bieten aber noch eine besondere Funktion im Stereo-Modus, den Transparency-Modus, also das Durchschleifen der Umgebungsgeräusche. Funktioniert sehr gut, bringt aber auch ein Grundrauschen mit sich. Besonders auf leiser Lautstärke oder zwischen den Liedern ist das Grundrauschen wahrnehmbar, beeinflusst den Sound sonst aber nicht. Bin ich draußen unterwegs oder arbeite am PC und will auch noch meine Haustürklingel hören, nutze ich den Transparency-Modus sehr gerne. Um das Maximum an Musikgenuss aus den Kopfhörern zu holen, nutze ich aber auf jeden Fall den normalen Modus. Mit einem Knopfdruck an den linken Kopfhörer kann man ja ganz leicht zwischen den Modi wechseln. Dann gibt's übrigens auch ein Sprachfeedback auf Englisch. Damit war es das aber noch nicht ganz. Mit den Kopfhörern kommt auch eine App, mit der ein paar Feineinstellungen möglich sind. Du kannst den Transparency-Modus verstärken, damit wird aber auch das Grundrauschen verstärkt, die Kopfhörer updaten und hast einen Equalizer zur Verfügung. Oft vergessen, aber das geht auch mit den Klipsch-Kopfhörern sehr gut, telefonieren oder für die Jugend hier Sprachnachrichten per WhatsApp hin und her schicken. Die Sprachqualität ist auf beiden Seiten gut verständlich und für den Anrufer ist nicht erkennbar, dass man einen Kopfhörer nutzt. Damit wird es Zeit fürs Fazit und der Pro- und Contra-Übersicht. Positiv ist absolut hervorstechend der gute Sound. Dazu dann das hochwertige Zubehör, der Transparency-Modus und die App-Funktion mit dem Equalizer. Sprachassistenten werden unterstützt und die Freisprechfunktion zum Telefonieren funktioniert sehr gut. Negativ ist mir im Grunde nur das Case aufgefallen. Es ist zwar gut und wertig verarbeitet, aber die Magneten, die das Case geschlossen und die Kopfhörer im Case halten, sind einfach zu schwach. Als zweiten Punkt, damit aber sehr individuell, gefällt mir an der Steuerung nicht, dass man die Kopfhörer im Stereo-Modus nicht ohne Case ausschalten kann und leicht aus Versehen komplett zurücksetzen kann. Das könnte Klipsch vielleicht mit einem Update etwas benutzerfreundlicher machen und so mit dem Monobetrieb gleichziehen. Zum Zeitpunkt dieses Tests liegt der Preis der Klipsch T5-2 bei ca. 170 Euro. Dafür bekommt man einen modernen Kopfhörer, zwar ohne besondere smarte Funktion, aber dafür mit erstklassigem Sound, der wirklich detailliert ist und Spaß macht. Bei mir nimmt der Kopfhörer die aktuelle Spitzenposition bei den In-Ear-Kopfhörern ein. Auch den zusätzlichen Transparency-Modus nutze ich immer wieder gerne, wenn ich draußen spazieren gehe. Also, du kannst es dir auch schon denken, ich kann den Klipsch T5-2 True Wireless Bluetooth-Kopfhörer uneingeschränkt weiterempfehlen. Damit war es das auch schon wieder von mir. Schau noch kurz unten in der Videobeschreibung vorbei, da stehen wie immer alle wichtigen Infos. Und falls du doch noch Fragen hast, schreib sie einfach unten in die Kommentare oder aufs Final Testament Phone. Lass noch dein Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Dein Final Testament, Reviews aus Leidenschaft. Ciao!